denke gerade an die immer wieder von links ins Gespräch gebrachte Idee eines staatlichen Grunderbes. Haben Sie das auch schon gelesen? Jetzt vor einigen Tagen kam neu, ich glaube im Handelsblatt, nochmal ein Beitrag, da plädierte jemand für ein Grunderbe. 20.000 Euro vom Staat für jeden, der volljährig wird. 20.000 Euro für jede und jeden 18-Jährigen vom Staat als Grunderbe. Als Beitrag dazu, dass unsere Gesellschaft gerechter wird. Und deshalb ist mein Vorschlag, kein 20.000 Euro Grunderbe am 18. Geburtstag, sondern lieber staatliche Investitionen in die Bildung bis zum 18. Geburtstag. Applaus.